ganz nett gesehen hat. Die haben eine gespaltene Zunge. Also stammesgeschichtlich sind sie sehr nah eigentlich bei den Schlangen. Ich sage dann immer so flapsig bei Führungen, es ist eigentlich eine Schlange mit Füßen. Von daher kann er das schon ganz gut riechen und man sieht jetzt auch, dass er das schon gerochen hat, dass es jetzt hier Fisch gibt. Dementsprechend vehement wird wahrscheinlich seine Begrüßung sein, wenn ich ihm jetzt gleich da mal entgegengehe. Bindenwarane kommen aus Südostasien und können 3 Meter groß werden. Doch das beeindruckt Thomas Hüge wenig. Er ist ein wenig mit Vorsicht zu genießen, der Kerl. Jetzt hat er schon gesehen, was es hier gibt. Es gibt Fisch. Und wie? Sieht, wie weit er das Maul aufmachen kann. Wenn da ein Finger drin ist, das ist äußerst schmerzhaft. Krallen sind auch mit Vorsicht zu genießen. Und die Zähne sind halt wirklich nur dafür da, um wirklich die Nahrung festzuhalten und gar nicht, um die Nahrung jetzt zu zerteilen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass sie sehr nah mit den Schlangen verwandt sind, weil auch Schlangen nicht das Futter irgendwie zerschneiden, zerteilen, sondern in einem runterwürgen. Das sieht man auch ganz schön hier bei ihm, wie er jetzt da eigentlich den Fisch noch im Kehlsack drin hat und den jetzt so langsam mit den Körperwindungen, nein, das ist mein Finger, den gibt es nicht zu fressen, hier gibt es was zu fressen, mit den Körperwindungen versucht runter zu massieren. Bindenwarane sind überzeugte Allesfresser, die sogar in Hühnerställe eindringen und auch vor Aas nicht Halt machen. Egal von wem. Wenn er das dann erst einmal verstanden hat, dass es jetzt nichts mehr zu fressen gibt, was ihm natürlich viel leichter fällt, wenn ich mal die Schüssel wegtue, dann lässt sich auch ganz nett mit ihm arbeiten. Also da ist er schon ein ruhiger Geselle. Jetzt erstmal die Schüssel raus. Und dann ist er eigentlich recht brav. Das mag er sehr. So ein bisschen schuppern, dass die alte Haut abgeht. Die häuten sich auch, wie alle anderen Reptilien auch, nur nicht so jetzt wie eine Schlange, also da unterscheiden sie sich eigentlich ein bisschen. Das geht alles so in kleinen Teilen ab, da helfen wir ihm ab und zu mal und schubbern ihn ein bisschen. Das ist jetzt nicht streicheln, sondern es geht einfach nur darum, dass das Tier es gewöhnt ist, dass wir ihn auch mal anfassen, dass er eben auch mal behandelt werden kann, wenn er sich irgendwo geschrammt hat oder wir ihn einfach auch mal untersuchen können, ob er jetzt irgendeinen Fremdkörper hat, wenn wir sehen, er frisst schlecht, dass wir einfach besser mit dem Tier arbeiten können. Aufgrund seiner Gefräßigkeit wird dem Bindenwaran viel, sehr viel vorgeworfen. Er dezimiere den Bestand der Großfußhühner und Meeresschildkröten, indem er ihre Eier verspeise. Auch der Rückgang von Inselstachelschwein, Stinkdachs und Krabben soll auf sein Konto gehen, klagen die Einheimischen und reagieren, indem sie ihn selbst essen. Deshalb verlagern einige Warane langsam ihren Lebensraum ins Kühlnass.